Was stimmte denn mit unserem alten Haus nicht? Wo soll ich da anfangen? Ich mochte es. Gut, du kannst gerne zurück. Mann, ist das witzig. Tada! Auf das neue Haus. Auf das neue Haus. Auf das neue Haus. Wo ist Castlefield Woods? Ich war da schon drin. Ja, und? Total gespenstisch da drin. Ich mag dieses Haus nicht, es macht mir richtig Angst. Dad? Ja, mein Schatz? Hast du gerade meine Sachen umgestellt? Sally hat sich in den Kopf gesetzt, dass wir nicht allein in dem Haus sind. Was meint sie? Sie ist der festen Überzeugung, dass wir einen Geist haben. Was war das denn? Was treibst du da oben, verdammt nochmal? Das wäre nicht das erste Mal, dass sie dumme Streiche spielt. Nein, das war anders. Und wie? Eben anders. Was wollt ihr jetzt machen? Wegziehen, natürlich. Ach, wirklich? Ich lass mich nicht vertreiben und damit basta. Warum weinst du? Warum interessiert sie das überhaupt? Die Sorge eines Lehrers um eine Schülerin. Sally ist ein ganz besonderes Mädchen. Komisch, da drüben brennt noch Licht. Befreien Sie uns davon. Nach dem, was du mir erzählt hast, benötigt man dafür einen Exorzismus. Von allem Bösen befreie uns, o Herr! Von plötzlichem und unerwartetem Tod. Komm mit! Lass uns nicht allein und eile uns zu Hilfe! Ihr gebietet die Kraft aller Geheimnisse des christlichen Glaubens! Ihr gebietet der erhabene Christus! 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 Du bist immer noch da, oder?